Wir wollen uns in diesem Video mit der Entstehung des Windes, also der Bewegung der Luft beschäftigen. Das benötigen wir natürlich, um daraus dann abzuleiten, wie viel Energie in der Bewegung der Luft, im Wind steckt, sodass wir daraus dann im weiteren Verlauf den Energieertrag berechnen können, die eine Windenergieanlage erzeugen kann, indem diese Luftbewegung genutzt wird, um eine Windturbine in Rotation zu versetzen. An sich ist Wind die Ausgleichsbewegung der Luft durch Druckunterschiede, die wir in der Atmosphäre immer haben. Man kennt das von den Hoch- und Tiefdruckgebieten, das heißt also Regionen mit einem hohen Luftdruck, eine Region mit niedrigem Luftdruck, sodass es dann dort zu Bewegungen kommt. An sich ist es so, dass die solare Einstrahlung auf der Erde dazu führt, dass sich die Luftmassen erwärmen, warme Luft steigt nach oben und kalte Luft durch den Lichtunterschied fällt runter, sodass es dadurch dann zu einer Bewegung des Gases der Luft kommt. Man kann das eigentlich ganz schön veranschaulichen an der Küste, da kennt man das. Sicherlich, wenn wir so hier das Meer haben auf der einen Seite und dann hier das Land auf der rechten Seite, dann ist es tagsüber so, weil wir uns das mal einmal tagsüber betrachten, dass tagsüber sich das Land deutlich stärker erwärmt als das Meer, weil das Wasser einfach die solare Energie besser verteilen kann. Die Erwärmung der Luft über dem Wasser ist nicht so stark wie über dem Land. Das heißt also, hier haben wir eine höhere Temperatur. Das führt dazu, dass die Luft hier aufsteigt und über dem Meer abkühlt. Das heißt, wir bekommen hier eine Ausgleichsbewegung, dass wir in den unteren Luftschichten eine Bewegung der Luft haben vom Meer zum Land und dann in den oberen Luftschichten natürlich eine entsprechende Bewegung in die entgegengesetzte Richtung, sodass wir dann hier, wenn jetzt hier an der Küste eine Windenergieanlage steht, es dort dann zu einer Bewegung kommt, zu einer Rotation der Rotoren zur Stromerzeugung, dadurch, dass halt auf der rechten Seite hier die Luft aufsteigt durch die höheren Temperaturen an Land und die niedrigeren Temperaturen oder die Abkühlung der Luft über dem Meer. Nachts dreht sich diese Bewegung um. Da haben wir also auf der linken Seite das Meer. Und machen jetzt hier wieder unsere Landmasse hin. Und was nun nachts passiert ist, dass das Meer nicht so schnell abkühlt wie das Land. Das heißt also, wir haben hier, das Meer ist wärmer, wir haben hier den Aufstieg der warmen Luft über dem Meer. Dadurch, dass das Meer sich nicht so schnell und die Temperatur nicht so schnell absinkt, währenddessen über dem Land die Luftmassen sich abkühlen, die Luft also dann sich entsprechend unten bewegt, und wenn hier diese Ausgleichsströmung bekommen, dass also nachts wir dann Landwinde haben und die Strömungsrichtung sich dann umkehrt, dass wir also dann in dem Fall wieder hier die Bewegung haben vom Land zum Meer nachts und dann tagsüber typischerweise sich dann diese Bewegungsrichtung entsprechend umkehrt. Grundsätzlich ist es so, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Luftschichten zu tun haben bei der Windenergie. Und zwar, wenn wir das mal hier aufzeichnen, also hier auf die Y-Achse die Höhe und dann hier den Grund oder den Boden haben, dann haben wir ungefähr auf einer Höhe von, ja, sagen wir mal, rund 100 Metern, also diese Höhe ist natürlich variabel. Das ist die Grenzschicht zwischen zwei Luftschichten. Wir haben bodennah die sogenannte Prandelschicht.
Diese Brandelschicht ist ja also durch die Nähe zum Boden von starken Turbulenzen gekennzeichnet, dadurch, dass halt hier Objekte, Bäume, Häuser, Hügel etc. dazu führen, dass also hier keine gleichmäßige Strömung der Luft erfolgen kann, sondern es immer wieder zu Verwirbelungen kommt, zu Reduktionen der Windgeschwindigkeit. Und wir dann als zweite Schicht, die für die Windenergie oder für Windturbinen entscheidend ist, die sogenannte Eckmann-Schicht haben. Dieser geht ungefähr bis, ja, also ist jetzt hier nicht ganz maßstäblich, bis ungefähr 1000 Meter. Also hier haben wir die Überlagerung von verschiedenen Effekten, die diese Bewegung der Luftmassen in der Eckmannschicht beeinflussen. Das ist der Druckgradient mit der ansteigenden Höhe. Das kennt man aus der barometrischen Höhenformel aus der Thermodynamik. Wir haben die Corioliskraft, die in dieser Luftschicht schon wirkt, und natürlich weiter turbulente Strömungen. Diese Grenze zwischen den beiden Schichten, die variiert, die kann auch mal also bis zu 200 Meter hoch typischerweise gehen. Und was wir natürlich jetzt haben, ist, dass die Turbinen unserer Windenergieanlagen ja in der oder knapp oberhalb dieser Prandelschicht nun liegen. Das heißt, wir haben ja typischerweise Windenergieanlagen, die eine Höhe von 120, 135 Metern haben. Das heißt, so hier am Übergang von der Prandelschicht zur Eckmannschicht, das macht dann auch die Berechnung der Windgeschwindigkeit etwas komplizierter. In der Prandelschicht ist es so, dass man die Windgeschwindigkeiten, die hier wirken, ganz gut berechnen kann über die sogenannte logarithmische Höhenformel, die ja, näherungsweise eine Möglichkeit gibt, also logarithmische Höhenformel, auf die wir später dann noch eingehen werden. Also um zu berechnen, wenn wir die Windgeschwindigkeit bodennah kennen, also irgendwo in der Höhe von 10 Metern, wie lässt sich dann die Geschwindigkeit berechnen auf einer Höhe von 20, 50, 100 Metern? Das geht mit der logarithmischen Höhenformel innerhalb der Prandelschicht mit hinreichender Genauigkeit. Beim Übergang in die Eckmannschicht wird es schon etwas komplizierter. Das lässt sich näherungsweise immer noch machen. Da hat dann aber die logarithmische Höhenformel irgendwann ihre Grenzen erreicht. Wie sieht nun die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten aus, die wir beobachten? Das wollen wir uns mal an einem Beispiel genauer ansehen. Also wenn wir jetzt auf die Y-Achse die Häufigkeit auftragen, wie viele Stunden im Jahr bestimmte Windgeschwindigkeiten auftreten, und dann auf die X-Achse die Windgeschwindigkeiten. Wir haben jetzt hier die Windgeschwindigkeit. In Meter pro Sekunde. Und das jetzt hier mal aufteilen. 1, 2, 3, 4, 5 Meter pro Sekunde. 10 Meter pro Sekunde. 12, 13, 14, 15 Meter pro Sekunde. Also diese Aufteilung hier haben. Das lässt sich, also die Windgeschwindigkeit, man kennt das vielleicht aus den, ja, mit den Windstärken. Das heißt also, eine Windstärke von 4 entspricht einer Windgeschwindigkeit von ja, 6 bis 8 Meter pro Sekunde. Also wir sind hier in diesem Bereich, muss man sagen, hier von 6 bis 8 Meter pro Sekunde. Das ist die Windstärke 4. Das ist ein sogenannter mäßiger Wind. Also wie stellt sich das dar? Der Wind bewegt Zweige, dünne Äste, Staub, der auf dem Boden liegt, wird aufgewirbelt. Naja, und so lassen sich jetzt hier diese Bereiche entsprechend einteilen in die Windstärken. Das geht natürlich dann über die 15 Meter pro Sekunde noch deutlich hinaus. Also orkanartige Stürme zum Beispiel sind in der Größenordnung von ungefähr 30 Meter pro Sekunde. Also, sodass es dann schwere Sturmschäden gibt.
Das ist dann Windstärke 11. Also da sind wir dann weit über unsere Skala hinaus. Aber unter normalen Bedingungen zeigt sich, dass wir natürlich hauptsächlich jetzt hier in Mitteleuropa, hier in diesem Bereich die häufigsten Windgeschwindigkeiten haben. Wenn man jetzt mal misst an einem Standort in Deutschland, dann haben wir jetzt hier, machen wir mal so Balkendiagramme, also hier die Häufigkeiten. Das heißt, wir haben relativ häufig eine recht niedrige Windgeschwindigkeiten, die wir dort messen. Wenn wir es also jetzt hier mal so zeichnen, haben wir hier ja solche eine Verteilung mit dem Maximum oder der größten Windgeschwindigkeit bei ja, rund 4 Meter pro Sekunde, sodass es dann hier weiter abfällt. Das ist natürlich noch ein bisschen zu hoch. Die Windgeschwindigkeiten fallen dann relativ schnell wieder ab und verschwinden quasi. Hier unten gibt es kaum Windgeschwindigkeiten, also solch hohe Windgeschwindigkeiten treten kaum auf, jenseits der, ja, ich sag mal, upsala, jenseits der 10 Meter pro Sekunde. Denn 10 Meter pro Sekunde entspricht schon ja, frischem bis dann starkem Wind. Der tritt jetzt dann gar nicht so häufig auf, sodass wir solch eine Verteilung, also eine Häufigkeitsverteilung erhalten bei einer Messung. Was man jetzt aber braucht, damit man das mathematisch, physikalisch fassen kann, geht es natürlich darum, jetzt das über eine Gleichung zu ermitteln. Da nutzt man typischerweise die sogenannte Weibull-Verteilung. Diese Weibull-Verteilung, ich will sie mal hier in Rot einzeichnen, sieht also so aus, dass sie dieses Maximum einigermaßen gut wiedergibt. Dann hier zu den großen Windgeschwindigkeiten entsprechen natürlich hier, hier abfällt, ich versuche das mal aus der Hand zu zeichnen. Das heißt, hier gibt es dann entsprechend eine Reduktion der Häufigkeit, bis sich das hier asymptotisch an die Nulllinie annähert. Und dann sind wir entsprechend hier auf der haben wir natürlich die Häufigkeit 0 und dann geht das hier entsprechend so rauf. Das lässt sich also beschreiben über folgende Gleichung, dass wir also die Häufigkeit F, wenn wir jetzt die Häufigkeit mit F in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit V bezeichnen. Wie lässt sich das beschreiben? Über zwei Parameter, nämlich einmal den Parameter K, den wir brauchen für die Beschreibung. Das ist der sogenannte Shape-Parameter, da kommen wir gleich noch zu. Und das kleine a ist der sogenannte Scale-Parameter. Also wir haben a. Das ist der Scale-Parameter. Das K, das kleine K, ist der sogenannte Shape, also der die Form der Weibull-Verteilung angibt. Und diese beiden Parameter sind natürlich standortabhängig. Da gibt es unsere Tabellenwerke, wo man das jetzt für Deutschland zum Beispiel nachgucken kann. Das K hat jetzt einen Wert von, ja, zwischen 1 und 2 typischerweise, währenddessen dann der Scale-Parameter zwischen, ja, ich sag mal, 3, 4 bis 5 hochgeht. Also K durch A, das multiplizieren wir mit der Windgeschwindigkeit V, die nochmal dividiert wird durch diesen Scale-Parameter. Das wird potenziert mit hoch K minus 1 mal. Und dann haben wir noch die Exponentialfunktion, also i hoch minus v durch a hoch k. Das ist also die sogenannte Weibull-Verteilung, die man nutzen kann, um diese Häufigkeitsverteilung zu beschreiben. Diese Gleichung ist jetzt schon relativ komplex. Man muss halt beide Parameter kennen, den Scale und den Shape-Parameter. Den muss man entsprechend bestimmen. Was man vereinfachend machen kann, ist, dass man von der Weibull-Verteilung übergeht zur sogenannten Rayleigh-Verteilung. Also wenn wir die mal aufschreiben, die Rayleigh, die eine Vereinfachung
darstellt, der Weibull-Verteilung. Was kann man machen? Man kann einmal jetzt aus der Weibull-Verteilung die mittlere Windgeschwindigkeit ableiten. Das lässt sich jetzt näherungsweise bestimmen, dass die mittlere Windgeschwindigkeit, schreiben wir uns die mal auf, mittlere Windgeschwindigkeit, das heißt, welche Geschwindigkeit hat der Wind übers Jahr verteilt im Durchschnitt. V quer, das ist A mal, und dann sind es jetzt empirische Parameter 0,568 plus, und dann haben wir hier noch ein Bruch, 434 dividiert durch k hoch 1 durch k. Darüber lässt sich die mittlere Windgeschwindigkeit ermitteln und daraus lässt sich dann auch der Scale-Parameter abschätzen. Das ist also die mittlere Windgeschwindigkeit dividiert durch 0,886 bei einem Shape-Parameter k gleich 2. Und das hier lässt sich auch schreiben, dass das a ungefähr 2 durch Wurzel Pi mal V quer ist. Also es ist eine Annäherung, die ganz gut funktioniert. Denn was man jetzt machen kann, ist dadurch, dass dieser Parameter k näherungsweise 2 ist, lässt sich jetzt diese Weibull-Verteilung umformen zur oder vereinfachen zur Rayleigh-Verteilung. Wie sieht die aus? Also F, die Häufigkeit unserer Windgeschwindigkeitsverteilung ist, wenn man jetzt diese Parameter einsetzt, das ist Pi halbe mal V durch V quer Quadrat, also dividiert durch das Quadrat der mittleren Geschwindigkeit mal, dann haben wir wieder die Exponentialfunktion e hoch, dann haben wir hier minus Pi Viertel mal V durch V quer zum Quadrat. Und mit dieser Verteilung, mit dieser Rayleigh-Verteilung kann man jetzt wesentlich einfacher rechnen. Wenn ich an einem Standort die mittlere Windgeschwindigkeit kenne, kann ich darüber die Häufigkeitsverteilung empirisch ermitteln. Wie stellt die sich dar? Ich will jetzt mal hier mit Grün in Grün einzeichnen. Die Rayleigh-Verteilung liegt etwas unter der Weibull-Verteilung. Ich versuche das hier mal anzudeuten und hat eine etwas höhere mittlere Windgeschwindigkeit. Das heißt, bei höheren Windgeschwindigkeiten wird die Häufigkeit etwas überschätzt. Das hat natürlich Nachteile, wenn man also durch diese Vereinfachung es dazu kommt, dass man die Windgeschwindigkeit leicht überschätzt, überschätzt man natürlich auch den Energieertrag einer Windenergieanlage. Und wie wir später dann noch sehen werden, steigt die Leistung einer Windenergieanlage mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine leichte Überschätzung haben, hat das schon einen spürbaren Einfluss oder führt zu einem doch schon spürbaren Fehler bei der Leistung und Energiebetrachtung einer Windenergieanlage. Dafür ist sie aber deutlich einfacher, denn wie gesagt, wenn wir jetzt die Windgeschwindigkeitsverteilung kennen, wenn wir die mittlere Windgeschwindigkeit messen an einem Standort, können wir über diese Rayleigh-Verteilung ohne die Kenntnisse des Scale- und Shape-Parameters, die ja nun mal standortabhängig sind, berechnen, wie sich diese Verteilung darstellt und daraus dann ableiten, wie groß der Energieertrag einer Windenergieanlage an einem Standort ist.